Meine sehr geehrte Damen und Herren, zuerst möchte ich mich ganz bedanken an alle. Und zuerst möchte ich sagen, ich habe mich selber, wenn ich hier warte, gefragt, was habe ich hier zu suchen. Normalerweise mache ich Vorträge über Musik, Theorie oder Instrumente oder Komposition, aber alles über Politik ist eigentlich überhaupt nicht mein Fachbereich, weil wo ich aufgewachsen bin in Ägypten, bin ich leider unter unglaublichem Regime, der Schwerpunkt Heuchlerei überall, dass ich Antipolitik geworden und auch Antimedien. Also da, leider in meiner Musik, auch bis jetzt, ist es fast Musik für Musik. Oder habe ich Themen gesucht, die wirklich für die Schönheit, aber ganz entfernt von der Musik. Ich bin so geblieben bis 2011, heuer, wo die Revolution begonnen hat, und ich bin geblieben, Antipolitik, wollte ich mich nicht hereinmischen. Ich war in Kairo, wie die Revolution begonnen hat. Ich habe zwei Töchter, eine, die 17 Jahre war während der Revolution, und eine, die 9 Jahre ist. Die 17-Jährige hat mir gesagt, wir müssen runter, wir wohnen ungefähr 20 Minuten entfernt zu Fuß von der Hilfplatz. Und unsere Gegend ist ziemlich sehr beschädigt von Anfang her. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Es ist gefährlich, was ich sehe. Und du bleibst hier und ich sitze mich unten, damit ich das Haus schütze. Weil wir haben einfach wie Schutzgruppen jede Straße gegen die sogenannte Verbrecher oder Bartagei auf Arabisch. Ich habe gemerkt, sie redet nicht mehr mit mir, weil sie wollte einen Mann mithaben. Also da, sie kann auch alleine gehen. Nach ein paar Stunden habe ich gesagt, okay, ich komme mit, aber nur ihr entwegen. Ich bin zum Tahrir-Platz gegangen. Ich war überrascht. Ich habe gedacht, ich werde Schlägerei sehen, Leute, die nur schimpfen und so. Erst, ich vergesse nie dieses Bild, habe ich ein Theaterstück gesehen, auf einer Bühne. Später jemand, der Oud spielt, also die Laute. Später revolutionäre Rufe und dann eine Ausstellung. Und es war unglaubliche Sicherheit um den Platz. Also das Ergebnis war, ich war dann jeden Tag dort. Wollte ich den Platz fast nie verlassen, und ich habe dann zu ihr gesagt, ich entschuldige mich, dass ich erst erkannt habe, dass ich von dir auch viel lernen sollte. Also diese Revolution ist Revolution der Jugendlichen, und wer anders behauptet, ist ein Heuchler, wie Mubarak zeigt. Ich habe mit meinen Augen gesehen, diese Energie. Und ich sage auch etwas, in einem Tag wollten die Panzer einfach die Tahrir-Platz einfach erobern, damit die Revolutionäre keinen Platz im Tahrir-Platz haben, damit sie weggehen. Ich bin weggelaufen, weil ich habe Angst vor diesen Panzern. Ich habe gesehen, die Jugendlichen laufen in Richtung Panzer und sie sind darunter geschlafen. Ich bin gestanden, habe ich das beobachtet. In diesem Moment habe ich gewusst, ich habe mein Leben verloren, 30 Jahre lang, vielleicht mehr. Weil ich habe diesen Mut nicht gehabt, wie ich so alt wie diese Jugendliche war. Aber ich habe auch gewusst, ich laufe nicht, ich stehe, wenn sie darüber geht, ich gehe auch nicht weg. Ich bin bereit aufzustehen wie sie. Aber ich wollte nicht näher, damit ich sie nicht verschmutze.
weil diese Ehre sollte ich nicht haben. Thank you. And excuse me that my German is not this good that I can speak in, so I speak in English. And also the text from Basma's statement is in English. So and it's quite long. So allow me just to introduce Basma, even she's not here, but Basma Husseini is one of the most important cultural activists and brokers in the whole Arab world, not only in Egypt. And she's the chief of the Mawlid Culture Institution, which is playing a very important role in the independent art scene in Egypt. In the same time that we have a very established Ministry of Culture, Basma is something like a parallel form of another Ministry of Culture for NGOs and for independent art, especially for alternative art scene, which is very important role to play in Egypt. And nobody can ignore this role in the development happened in Egypt in the last years before the 25th of January this year. The 3-4 years before, since let's say 2007, 2008, the independent art scene played a very important role to reach what we reached in January this year. You cannot ignore the role of the NGOs and the role of the independent theater, the independent cinema, the visual arts. And this is a very critical role. I think this was the reason that when Basma sent me that she's not able to come, I understood fully that she has to be in Tahrir Square now, because as Hussam explained, in Tahrir Square it's not only fights and demonstrations, there are also cultural activities are running around, not as entertainment, as part of the heating for the demonstrations. It allows the people to stay longer and to keep their energy more fresh and more light, not only to be afraid from a tear gas or something. No, in fact, there are artists that are making artworks out of the tear gas cans and so. So there is a very interesting role she's playing now. So I hope that I will be able to transfer her idea and her concept. And she has, her text is based on 3 points. The first is just an introduction. And she is starting with this quote from Pablo Neruda. You can cut all the flowers, but you cannot stop spring from coming. This is the beginning of her text, as almost like the title. And reading this quote made me think again about the widely used term Arab Spring. I never liked this term. Springtime in Arab countries doesn't always bring nice weather. In Egypt, for example, we have horrible sandstorms at that time. But what really annoyed me about the term is the temporary nature of it. 3 months, it sounds as if a short season of revolution can bring freedom and justice to a region that has been deprived of them for centuries. Wir haben schon immer wieder Theater aus dem arabischen Raum gezeigt im Schauspielprogramm. Ich hatte auch, natürlich war der allererste Impuls für diese Festwoche und für das Programm dieser Festwochen einen ganzen Schwerpunkt, also das internationale Programm in der Hauptsache zu einem Programm des Theaters aus Ägypten, aus Tunesien zu machen. Da muss ich aber ehrlich sagen, dass wir da nicht genügend gefunden haben, dass wir in der Aussagekraft und künstlerischen Qualität gut genug fanden. Das klingt furchtbar arrogant, ist aber wirklich gar nicht so gemeint, weil man kann jetzt hier nicht immer wieder Rabin Louis und Walid Rath und die üblichen drei, die man immer wieder einlädt, nochmal wieder zeigen. Wir wollten dann ja auch Neues suchen. Und ich habe mir dann gesagt, wir haben auch nicht genug Zeit gehabt, genügend gründlich zu suchen und uns da hineinzuarbeiten. Das kommt auch noch hinzu. Und ich habe mir dann aber gesagt, das ist vielleicht auch in Zeiten, in denen so viel geschieht, ganz egal in welchem Land oder in welcher Kultur, in denen man so beschäftigt ist mit der
Aktualität, mit dem eigenen Überleben, mit der Geschichte und der Politik. Es ist vielleicht auch zu viel verlangt, dass das gleich schon so verarbeitet ist, künstlerisch verarbeitet ist, dass daraus großartige Produktionen, die man auf einer Bühne zeigen kann und zeigen möchte oder in einem Kunstraum zeigen möchte, entstanden sind. Sehr häufig bedarf es einiger Zeit der Verarbeitung von Erfahrungen. Das kennen wir aus allen Kunstbereichen, aus der Literatur, aus der Musik, aus dem. Und wir haben deshalb diesen arabischen Fokus, oder wie immer man das nennt, nachher noch um ein Jahr verschoben. Und jetzt in dem, also wir fangen ja jetzt wieder an, nachdem das jetzige Programm für 12 veröffentlicht ist, fangen wir an sofort an 13 zu arbeiten und wollen uns jetzt richtig Zeit nehmen und da noch einmal sehr gründlich recherchieren und dann ein Programm vorstellen, das aber gar nicht nur das gar nicht mehr aus Theateraufführungen bestehen muss, das können auch Filme sein, das können Vorträge sein, bildende Kunst sein. Aber dazu brauchen wir noch etwas Zeit. Es wäre schöner gewesen, wir hätten das jetzt schon geschafft, das haben wir aber nicht. Es gibt gelungene Kooperationen, es gibt misslungene Kooperationen. Leicht ist es dann, es ist aber sehr selten, wenn beide Partner auf gleichem Niveau agieren können. Ich bin vor einigen Jahren eingeladen worden nach Baku in Aserbaidschan, um die deutschsprachige Erstaufführung eines Musiktheaterstücks zu inszenieren, Achim Mal-Alan, eines aserbaidschanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, Haji Beyov. Und wir haben das dann auch in der Kammeroper wirklich zu einer witzigen und gelungenen und großartigen, abwechslungsreichen Aufführung zusammengebaut und gebracht. Aber da haben natürlich die Aserbaidschaner ihrerseits legitimes Interesse gehabt, dass in einer der Musikhauptstädte der Klassik der Welt in Wien eine tadellose Uraufführung stattfindet und haben dann einige Musiker geschickt, die das Ganze aus Arbeit, das hier in Wien multikulturell besetzt war, verstärkt und unterstützt hat. Das war eine gelungene Kooperation. Ich habe mich auf der anderen Seite zweimal bemüht, vergeblich in Syrien ein wunderbares Orchester nach Österreich einzuladen. Es gibt dort einen charismatischen Bandleader, Hannibal Saad, der in den USA Jazz-Ausbildung genossen hat und studiert hat, der die Creme der syrischen Musiker zu einer Big Band vereint hat und die spielen Jazz-Repertoires und arabische Musik parallel. Ich habe in Graz gefunden, den Leiter in der Musikhochschule der Bras-Section der Studenten. Patika heißt der Ed Patika, ein Ami, der begeistert war und gesagt hat, das machen wir, die 10 Araber sollen nach Graz kommen, ich stelle 10 Bläser zur Verfügung, die arbeiten miteinander und nach einer Woche werden wir gemeinsam das Ergebnis dieser Arbeit in Graz und in Wien präsentieren. Es ist gescheitert an 5.000 Euro. Das ganze Projekt hätte knapp 30.000 Euro ausgemacht, wenn 10 Leute eine Woche lang in Österreich leben müssen, essen müssen, schlafen müssen, Gagen bekommen sie dann auch. Die syrische Seite hat am Anfang erklärt, sie werden Flüge zur Verfügung stellen, keine Rede mehr davon. Die Musikuniversität ist ihrerseits darauf gekommen, dass es keine Kapazitäten finanzieller Natur mehr am Ende des Semesters gibt oder halt in diesem Zeitraum, egal. Und es ist an diesen 5.000 Euro gescheitert und das ist schade. Ich habe mich erstmal gefragt, in der Vorbereitung für dieses Panel, was haben wir eigentlich grundsätzlich für ein Bild, wenn wir an Auslandskultur denken oder Kulturkooperationen? Wenn man es jetzt überspitzt zuschreiben würde, dann könnte man sagen, ich habe auf der einen Seite den, nennen wir es mal, prekarisierten Couchsurfer und auf der anderen Seite den verhätschelten Staatskünstler. Das wäre also eine Gegenüberstellung von, also hier rein privat finanziert, sprich über private Netzwerke, über Couchsurfing und auf der anderen Seite quasi das Champagner trinken im Bundespräsidenten in einem schicken Palazzo in Venedig. Was will ich damit eigentlich sagen? Ich denke, es existieren auch sehr stereotype Bilder vom Kunstfeld, wenngleich natürlich in diesen Bildern schon auch ein Fünkchen Wahrheit steckt. Okay, sprich, ich habe auch schon als Kuratorin Künstler auf meinem Sofa beherbergt und es geht um mein eigenes Projekt.
Und auf der anderen Seite, ja, diese Partys sollen ja ziemlich legendär sein, auch wenn ich jetzt selber nicht so partyaffin bin. Klar wäre jeder dabei gerne in Venedig. Nochmal, also um was geht's eigentlich? Ich denke, es sind sehr extreme Klischees und nicht nur ich, sondern auch die Vertreterinnen der Ministerien wissen, dass letztlich die Realität sehr viel komplexer, differenzierter, aber auch sehr viel sich herausfordernder darstellt. Für mich hat sich dann auch die Frage gestellt, ich meine, was steht da denn eigentlich wirklich auf dem Spiel und wie können wir und in dem Fall auch ich als Kulturproduzentin, die jetzt mehr dem Feld der bildenden Kunst zuzuordnen wäre, wie können wir es auch verhindern, solche Stereotypenbilder zu reproduzieren? Und ich möchte mich hier in meinem Eingangsstatement für drei Punkte stark machen. Und das eine ist eben, dass Kultur auch Wissenschaft bedeutet. Zweitens, dass wir, denke ich, alle von einer prozessorientierten multilateralen Zusammenarbeit ausgehen. Und drittens die Frage, wie definiere ich als Kulturproduzent in diesem Dialog meine Rolle, wie agiere ich jenseits von einem ethnischen Marketing? Zum ersten Punkt. Der Kulturbegriff lässt sich, wie Sie alle wissen, differenzieren. Neben Kunst schließt er ja auch Bildung und Wissenschaft ein. Es war in meinem Fall die Wissenschaft, die mich eben das erste Mal nach Südafrika gebracht hat. Ich konnte dank eines Graduiertenstipendiums des Wissenschaftsministeriums an einer Konferenz in Pretoria teilnehmen. Es war die Jahreskonferenz der South African Visual Arts Historians. Aus solchen Förderungen geben sich häufig Folgeprojekte. Das ist also nicht nur ein Netzwerk, das man dann letztlich auch mit Kolleginnen, Wissenschaftlerinnen etabliert. In meinem Fall war es eben auch ein größeres Kunstprojekt, das sich aus dieser Förderung ergeben hat. Komme ich zum zweiten Punkt. Ich denke, dass Zusammenarbeit mit, also in der Auslandskultur oder in Kulturkooperationen heute sehr viel prozessorientierter und auch multilateraler abläuft. Das ist auch ein Fazit, das gezogen wurde auf der Auslandskulturtagung 2008, dass man sich eben nicht nur so auf ein Erfolgsvokabular reduziert, dass wir eben hier nicht nur Nationalstaaten repräsentieren. Ich denke, da haben wir alle einen guten Nutzen daraus, weil es einfach auch den Weg für Kunstprojekte öffnet, die einfach stärker der Produktion zuzuordnen sind. Und Beispiel aus meiner Sicht war eben die Möglichkeit, im Rahmen einer 6-monatigen Residency, da habe ich extra angesucht, an der Berg Factory in Johannesburg zu arbeiten. Und mir wurde von den Südafrikanern die Möglichkeit einer Ausstellung angeboten. Wichtig ist, glaube ich, auch nochmal dazu zu sagen, dass speziell die Südafrikaner diese Außensicht wollten. Also das Ausstellungsprojekt für sie haben die Südafrikaner ins Spiel gebracht. Daraus entstand eben dieses Ausstellungsprojekt. Ich habe unterrichtet, Curatorial Studies und bin eben dann dieses Frühjahr zurückgekehrt. Der dritte Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist einfach, sich grundsätzlich zu überlegen, wenn ich dieses Projekt aufsetze als Kulturproduzentin, wie kann ich diesen Dialog anlegen, um eben nicht wieder in dieses Fahrwasser eines ethnischen Marketing zu geraten. Und das hat eben nicht nur was mit den Kunstministerien zu tun. Die Frage muss ich mir ja genauso stellen als Kunstproduzentin. Und wie lege ich meine Kommunikation an vor Ort? Wenn man Ausstellungen recherchiert und Sie hatten ja auch in der Einleitung zu diesem Panel ja auch gefragt, wie sieht es aus, wenn sich das Fenster der Aktualität wieder schließt. Also jetzt in diesem Panel hier öffnen wir ja auch den Blick auf das subsaharische Afrika. Es gab sehr, sehr viele Ausstellungen, die halt nach dem Ende der Apartheid gezeigt wurden, also natürlich vor allem in Westeuropa und den USA, bei denen man schon schnell mal den Eindruck gewinnt, dass dort Künstlerinnen unter ein Label zusammengefasst werden, eben so als Ausdruck eines soziokulturellen Kontextes und das tragischerweise dann aus meiner Sicht auch noch so eine Entwicklungsrhetorik fortschreibt. Ich habe versucht, mich dieser Haltung zu verweigern, das Thema auch erst entwickelt, als ich dort war, um einfach zu vermeiden, dass wenn man in einer anderen Gesellschaft arbeitet, dann sehr vorfabriziertes Bild überstirbt. Ich hatte ein medienspezifisches Projekt zur Performancekunst im Rahmen eben dieser Carte Blanche in Johannesburg kuratiert und konnte auch das Goethe-Institut als Projektpartner
gewinnen. Interessant fand ich auch die Rückmeldung, die es zum Beispiel von Kolleginnen aus Lateinamerika gab, als ich für die Eröffnung eine Kooperation organisiert hatte mit der Internationalen Kunsthistorikerkonferenz eben Mitte Januar, wo es speziell um The Global South ging und ich das sehr interessant fand, wie das ein Kollege aus Kolumbien sehr schnell rausgelesen hat, was eigentlich nicht in dem Curatorial Statement drin stand, dass sich nämlich diese Ausstellung verweigert, diese südafrikanischen Künstlerinnen, von denen die natürlich auch einige Migrantinnen sind, also sprich aus Zimbabwe, Lesotho oder Swasiland, dass sie sozusagen nicht in dieses Label einer Vertreterin einer Post-Apartheid-Society subsumiert werden. Und damit komme ich auch schon zum Schluss meines Eingangsstatements. Ich denke, jenseits von einem Dauerjammern über das Prekariat oder bei dem zelebrierten Champagner-Schlürfen im Palazzo verlaufen eben internationale Kunstprojekte sehr viel differenzierter, verantwortungsbewusster und letztlich auch politischer. Dabei müssen wir uns aber selber halt immer fragen, wo setze ich, was habe ich für ein Arbeitsethos, was habe ich für moralische Grundsätze. Und zum Schluss möchte ich noch eine südafrikanische Künstlerin sprechen können, die in ihrem Artikel, es geht um Gatekeeping Africa und die Frage, wie europäische Kuratoren, zumeist an schwarzer Hautfarbe, in Afrika agieren. Letztlich, egal ob ich nur noch weiße Hautfarbe bin, muss ich mir die Frage aber auch stellen, wenn ich dort arbeite. Und sie schreibt, Representation comes with a level of responsibility and accountability, not only to an audience, the sponsors and an institution, but to those being represented. The art of representation entails not only what and who gets shown, but by whom and for whom. Vielen Dank. Mit der Arbeit mit der IG World Music wollen wir sozusagen auf der einen Seite darauf hinweisen, zeigen, dass es Musik gibt, die anders als das westliche Kultursystem ist. Und da bin ich auch bei einem ganz zentralen Punkt sozusagen, was ist Kultur, Interkulturalität? Ich kann eine andere Kultur auf gleicher Augenhöhe nur anschauen, wenn ich mein westliches Kulturkonzept verlasse. Und da sind wir nämlich beim vorigen Panel auch angelangt. Wir argumentieren, wir schauen uns sozusagen andere Kulturproduktionen immer von unserem westlichen Standpunkt aus an und haben da bestimmte Kriterien, bestimmte Erwartungshaltungen, bestimmte Muster in unserem Denken, die uns nicht ermöglichen, einen Zugang zu erkennen, der einfach anders ist als unserer, ja? Wertungsfrei, ja? Weil es geht darum, irgendwie Wertungen aufzuheben, die sozusagen um unser Kultursystem verlassen zu können, ja? Und ich glaube, das ist halt so ein ganz wichtiger Aspekt in der Arbeit mit der IG World Music, dass wir da sozusagen versuchen, solche Dinge aufzuzeigen, ja? Auf der anderen Seite sitze ich hier auch als Vertreterin von Femmes. Femmes haben wir heuer gegründet, das ist Plattform für Femmes Female Culture, 2011, anlässlich von 100 Jahren Internationalen Frauentag, 100 Jahren Frauenkampf, 100 Jahren Kampf um Sichtbarkeit, Anerkennung, Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Und wir haben das sozusagen mit Fokus auf die Musik uns angeschaut und gesagt, wie schaut es in der Musikwelt aus für Frauen, unabhängig jetzt von ihrer Herkunft, ja, sondern abhängig von der Genderfrage. Und das ist ziemlich dramatisch. Also so die Musik ist im Kulturbereich, im Kunstbereich meiner Meinung nach die archaischste in ihrer Entwicklung, was sich dadurch auszeichnet, dass es ganz wenige Frauen in Führungspositionen gibt. Also vorhin haben wir die Stephanie Karp gehabt hier für als Leiterin des Theater. Aber wenn wir sozusagen Musikintendantinnen suchen, ist die Suche sehr schwierig und also so nicht besonders erfolgreich. Die Leitung von Locations, von Clubs ist fast nie in Frauenhand, sondern meistens in Männerhand. Eben Festivals werden hauptsächlich von Männern geleitet. Und das Ganze geht dann weiter hinunter sozusagen. Im Bereich der Musikerinnen sind ganz traditionelle Rollenvorschreibungen da. Es wird erwartet, Sängerinnen zu sehen. Es wird erwartet, Geigerinnen zu sehen. Es wird erwartet, Flötistinnen zu sehen. Die Bassistinnen, die Schlagzeugerinnen sind die Ausnahmen und angeblich gibt es keine. Ja? Also das sind sozusagen diese Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen. Und wenn ich das zusammenführe, sage ich, eigentlich, also so
World Music und Frauen, ja, also es geht da immer um Gruppen, die von der Gesellschaft nicht ausgeschlossen sind, aber irgendwie einen schlechteren Zugang zu den Ressourcen haben. Ja. Andererseits leben wir in einer komplett globalisierten Welt und vor allem wir leben sehr größtenteils in urbanen Komplexen, in urbanen Räumen. Ja. Es bilden sich ständig neue Kulturen heraus. Neue Kulturen entstehen durch Interkulturalität, durch Kommunikation, durch Zusammenarbeit, durch Austausch, durch offene Grenzen auch, durch Einladen, Wegfahren, Kommen, Gehen. Ja. In Österreich haben wir ein ziemliches Problem damit, meiner Meinung nach. Ja. Wir haben auch ein großes Problem mit einem Anerkennen der Jugendkulturen, von sozusagen die neue Bilder schaffen, die neue Zugänge schaffen, die nicht in den traditionellen Formen sind, die in der Förderpolitik, ja, also so, da wende ich mich dann an unsere Herren später sozusagen, wahrgenommen werden, ja, und den richtigen Platz dort drinnen finden. Weil sozusagen die Politik, die Rahmenbedingungen der Politik in Österreich größtenteils auf traditionellen Werten beruhen, auf einem westlichen Kulturverständnis, das sozusagen eine Hierarchie der Kulturen vorsieht, ja, und wo dann sozusagen die Argumentation, wenn ich einreiche oder wenn die Kollegen vom VDC einreichen, für Projekte mit Künstlerinnen aus Afrika, die nicht dem westlichen Kulturschema entsprechen, dann kommt man halt in die Wissenschaftsecke, ja, und ist nicht mehr in der Kulturecke und wird woanders hingeschoben. Ja. Und das verhindert ganz stark die Kulturkooperationen mit dem Süden. Also das macht sie uns viel, viel schwieriger. Ja. Kurz, ich weiß nicht, wie weit Sie mit den Zielen der Auslandskulturpolitik und der Entwicklungshilfe schon vertraut sind. Aber darf ich ganz kurz noch einmal zusammenfassen, Auslandskulturpolitik nach dem letzten Auslandskonzept sind ein modernes, innovatives Österreichbild, das ist der Dialog der Kulturen und das ist die europäische Integration sozusagen als Ziele unserer Auslandskulturarbeit. Und in der Entwicklungshilfezusammenarbeit haben wir zwei Prioritäten, einmal geografisch und einmal thematisch. Geografisch konzentrieren wir uns auf wenige Länder aufgrund der beschränkten Ressourcen und thematisch dann auf Wasser, aufgrund unserer Expertise, auf Bildung und Wissenschaft, vor allem auf den wissenschaftlichen und auf den berufsbildenden Zweig, und dann natürlich Good Governance, Menschenrechte in diesem Bereich. Was sind unsere Ansprüche? Jetzt im Hinblick auch auf die Konvention kann man das sehr gut zweiteilen zwischen Auslandskultur und Entwicklungshilfe, weil die Auslandskultur bei uns sehr stark auf die Förderung der kulturellen Ausdrucksformen geht, also nicht auf die Erhaltung, sondern primär auf die Förderung. Es geht eben, wie gesagt, um die Präsentation eines modernen, innovativen Österreich-Bildes. Da ist jetzt die Grenze schwer unter Umständen zum ethnischen Marketing, aber ich glaube, das lässt sich gut vereinbaren. Auch wenn wir dieses Ziel anstreben, brauchen wir entsprechende Kulturschaffende, die ein modernes, innovatives Österreich-Bild präsentieren, die dem ein Label aufdrücken können, ohne dass wir inhaltliche Vorgaben machen diesbezüglich. Das ist auch in einer Wechselwirkung sehr positiv für viele der Künstler, weil man im Ausland aufgrund unserer Erfahrung sehr gut mit dem Label Österreich in der Kultur fährt. Man kann aus der Tatsache, dass man Österreich ist oder österreichische Kultur macht, hat man schon einen Startvorteil. Nein, jetzt habe ich kurz ein kurzes Mühen gehört. Lass Sie nicht aus der Ruhe. Nein, nicht aus der Ruhe bringen. So, jetzt habe ich aber trotzdem kurz den Faden verloren. Ich war noch kurz bei der Auslandskultur und dem Vorteil der Österreicher zu sein und dem Label. Das ist natürlich, wollte ich jetzt gerade sagen, aber nicht so, dass man das wirklich mit dem Schlaghammer präsentieren muss oder dass man inhaltliche Vorgaben hat. Wir sind natürlich auf Effizienz aus. Wir versuchen, ein breites Publikum zu erreichen. Weil wie sonst sollten wir ein Österreich-Bild sozusagen oder ein Image Österreichs im Ausland überhaupt zustande bringen. Und diese Nachhaltigkeit erreichen wir nämlich auch durch Kooperationen unserer Kunstschaffenden mit Kunstschaffenden im Ausland oder auch direkt durch Unterstützung von Kunstschaffenden im Ausland, sprich im Dialog. Die EZA, die Entwicklungshilfe im Gegensatz dazu, ist sehr stark auf die Erhaltung der kulturellen Ausdrucksformen aus zwei Gründen. Wir haben das Ziel der Armutsbekämpfung, aber wir haben auch das Ziel der Konfliktlösung in unserer EZA und zur Steigerung der Fähigkeiten und der Kompetenzen im wirtschaftlichen Bereich unserer Nehmerländer. Und
die Haltung der kulturellen Ausdrucksform hat zwei Vorteile aufgrund unserer Erfahrung. Erstens, es steigert das Selbstwertgefühl in diesen Ländern, wenn man Denkmäler schützt, die vorher nicht schützenswert waren, weil diese Dinge oft in diesen Ländern und Entwicklungsländern oder alte Dinge als Schrott gelten oder als nicht wirklich schützenswert. Wenn dann aber sozusagen die Anerkennung auch aus dem Ausland kommt, hat das einen hohen Wert für das Selbstwertgefühl dort und zweitens dann natürlich für den Tourismus und somit auch für eine nachhaltige Entwicklung in den Ländern. Das wird auch sehr stark spürbar in der Entwicklungshilfepolitik, nicht nur der Österreich, sondern auch der Europäischen Union. Wo sind jetzt die Realitäten? Die Realitäten bei uns sind eingeschränkte Ressourcen. Der Steuerzahler steht hier nicht unendlich zur Verfügung. Speziell in diesen Ländern haben wir ein sehr eingeschränktes Vertretungsnetz, eine große Schwierigkeit, uns überhaupt zu präsentieren, weil wir im afrikanischen Raum erstens sehr wenige Botschaften, nur ein Kulturforum im afrikanischen Raum, das ist in Kairo, und nur 4 Entwicklungshilfebüros haben. Über die Finanzen will ich jetzt gar nicht reden, egal wie hoch die sind, man kann immer meckern, tun auch wir. Muss ich daher jetzt nicht weiter eingehen. Was interessant ist auch noch für uns in den Grenzen, ist oft in der interkulturellen Arbeit, dass selbst bei vielen Künstlern und Kulturschaffenden die interkulturelle Kompetenz nicht vorhanden ist. Und das ist ein großes Problem, tatsächlich auch Kulturschaffende zu finden, mit denen man wirklich in Kooperation mit anderen treten kann, die dann fähig sind, wirklich eine nachhaltige und dauerhafte Kooperation zustande zu bringen. Und es stimmt durchaus auch, es ist auch an uns, ich glaube für viele Kollegen und für viele Künstler schwierig, sich auf selbe Augenhöhe zu begeben. Was für uns selbe Augenhöhe bedeutet, bedeutet für viele Leute aus diesen Ländern immer noch, wir sind 2 Stockholm drüber. Und ein Österreicher tut sich schwer, dann mal aus sich erst einmal 2 Stufen runterzustellen und dem wirklich das Gefühl zu geben, er ist auf gleicher Stufe. Das gilt tatsächlich auch die verschiedenen Ausdrucksformen, die künstlerischen. Wir haben nach wie vor ein sehr starkes westliches, einen sehr starken westlichen Blickwinkel darauf und speziell im arabischen Raum noch einen imperialistischen, orientalistischen, im Sinne von Edward Said. Kommt zuletzt jetzt in Kairo bei mir oft auch in Beiträgen zur Biennale zum Ausdruck, wo es erschreckend ist, was für Beiträge, die völlig daneben sind, für den Raum gezeigt werden und unterstützt werden, aber auch zuletzt in den Beiträgen der österreichischen Journalisten darüber, über die Biennale in Kairo. Es war teilweise aus meiner Sicht peinlich zu lesen, mit welchem imperialistischen Approach oder überheblichen Approach tatsächlich noch österreichische Journalisten über die Kunst in den Raum geschrieben haben. Oder allein über die Abwicklung der Biennale in Kairo. Das ist die Realität in dem Bereich. Jetzt zum Schluss noch die Chancen. Wir sehen es natürlich vor allem aufgrund der eingeschränkten Vernetzung in Afrika, dass wir uns stärker vernetzen im europäischen Raum. Im europäischen Raum, nicht nur entwicklungshilfemäßig, sondern auch auslandskulturmäßig. Wir sind bemüht, über ein Netzwerk der europäischen Kulturinstitute uns auch einbringen zu können in Ländern, wo Österreich nicht vertreten ist, um Kooperationen zu schaffen, um über dieses Netzwerk einig auch zusätzliche Finanzmittel der EU anzuzapfen. Das wird jetzt auch seitens der EU angestrebt, einig verstärkt einzubinden, jetzt auch in den External Relations, in den Außenbeziehungen. Und da bestehen auch Chancen, glaube ich, für österreichische Kulturschaffende und für Institutionen, dass man wirklich einen Austausch auch zustande bringt. Wie gesagt, wir sind primär bemüht, natürlich Österreich im Ausland zu präsentieren und Kooperationen im Ausland zu fördern. EUNIC ist auch aus dem Grund interessant in Afrika, weil sie nicht nur in mehreren Städten vertreten sind und Cluster gebildet haben, sondern dass sie auch regionale Cluster gebildet haben, wo sich dann die verschiedenen Kulturinstitute in Afrika aus verschiedenen Ländern in regionalen Gruppen sogar zusammenschließen. Und dann versuchen, regionale Projekte zu organisieren, wie jetzt für Nordafrika, aber es soll jetzt auch ein westafrikanischer EUNIC-Cluster gegründet werden, wo man versucht, eben Synergieeffekte durch eine Vernetzung über die Region hinaus zu erreichen. Der Part jetzt betreffend die Konvention, ich komme dann ein bisschen später, wenn du gestattest, auf das Bilaterale. Der Part selbst, das Verständnis, die Vertretung betreffend die Konvention nach außen und auch im Bereich der Entwicklungshilfe,
liegt natürlich bei unseren Schwesterressort im Außenamt oder für europäische und internationale Angelegenheiten, die innerstaatliche Durchführung und liegt im Unterrichtsministerium, beziehungsweise hier haben wir es teilweise ausgelagert an die österreichische UNESCO-Kommission mit ihren wirklich wertvollen und ausgezeichneten Mitarbeiterinnen, unter anderem in Form von Yvonne Klimpel. Ich glaube, wir sind hier in der Konvention selbst am richtigen Weg. Wir haben die Ziele erreicht. Es war eine jener Konventionen über kulturelle Vielfalt, die am raschesten angenommen worden sind. Wir liegen jetzt über, glaube ich, 120 Mitglieder der Konvention von 179 Mitgliedstaaten der UNESCO. Das heißt, man ist wirklich gut am Weg. Einige Staaten können aus innenpolitischen Gründen natürlich der Konvention nicht beitreten. Muss man respektieren. Aber die Hauptziele wurden teilweise erreicht. Natürlich auch unterliegt die Konvention verschiedenen Strömungen, gerade was den Kulturbegriff bzw. die Tendenz geht. Eine Zeit hat es während den Verhandlungen auch so ausgeschaut, dass diese Konvention eine Wagner-Charta für Kultur und für Kulturpolitik eher abgleiten sollte in eine Art Konvention für kulturelle Entwicklungshilfe. Das konnte aber dann wieder teilweise aufgefangen werden.